Ups, das Spiel hätte ich ja fast vergessen. Willkommen zurück zu Alles der Climber. Vielleicht die letzte Folge, wo wir die letzten Berge erklimmen werden. Oder es versuchen werden. Es hoffentlich schaffen werden. Und ich merke jetzt schon, dass das überhaupt nichts wird hier. Ich war auf! Ich war auf! Ach. Ich wollte nicht hin, aber ich muss. Ich möchte die Sachen nicht einfach so hier liegen lassen und ins Shadow ranspringen. Zack, macht das Spaß. Ja, komm, töte mich, damit ich wieder voll Leben habe. Rush, 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 Game over. Das macht nichts, denn wir haben so gesehen unendlich Continuous. Nein, wirklich unendlich Continuous, aber wir können ja eigentlich jede Stage direkt anwählen. Ja, wir hätten von Anfang an direkt in den letzten Level gehen können, aber das ist eigentlich so ziemlich Betrug an sich selbst. Und für mich ist das auch eher die persönliche Herausforderung, alle Level des Spiels hintereinander zu schaffen. Dass man so wirklich sagen kann, man hat es durchgespielt in dem Sinne. Tschau, geh weg. Bitte. Ich habe jetzt echt keine Zeit für deine Spielchen. Du gehörst zwar zu den Toho-Charakteren, die ich lieber mag, aber trotzdem gehst du mir jetzt ziemlich auf den Keks. Okay, zumindest eine Öffnung ist schon mal da. Weg! Lass mich in Ruhe! Geh weg! Nein! Jetzt ist das auch noch hinüber, ey. Ach. Und Shadow. Nein, Shadow macht wieder zu. Nein, macht doch nicht zu. Ich muss doch da hoch! Ach, wie die Zeit vergeht. Ich habe das Let's Play hier im Sommer angefangen. Und jetzt ist es schon wieder ziemlich kalt geworden. Ein paar Folgen vorher habe ich noch gesagt, wie heiß es doch geworden ist. Jetzt ist es schon wieder total kalt. Chono, ich. Ah, ich will auch nur den Berg. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich echt ein Problem, ey. Nein, ich bin tot. Hey, aber jetzt bin ich oben. Danke. Es hat doch tatsächlich mal was gebracht. Wer auch immer das gerade war, ich konnte es gerade nicht wirklich erkennen. So, jetzt nur irgendwie hier hin und hier hin und. Nein, nein, nein! Scheiße. Ach, ich wäre fast oben gewesen. Nein, nein, spring! Dreh dich doch oben oder spring oder mach irgendwas. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Jetzt komm erstmal hier rüber. Komm her, Chono. Komm. Chup, 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 chup. Zack. Ja, ich bin oben. Scheiß auf die Bonus-Stage, ey. Scheiß auf die blöde Bonus-Stage. Ich werde es versuchen, aber es ist mir so egal, ob ich da jetzt hochkomme oder nicht. Na komm her, Wolke. Chup, 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 chup. Los, ein bisschen Tempo. Zack und zack. Okay, das war irgendwie gar nicht so schwer. Wenn ich jetzt durch den letzten Sprung vergeige. Bingo, noch 16 Sekunden waren übrig. Irgendwie hat es überraschend gut geklappt. Bin überrascht. Doing, doing. So, und ich glaube, das ist jetzt der vorletzte Berg. Ich meine, es waren 32 oder waren es 34. Ah, naja, das werden wir dann sehen. Und ich dachte, von der Seite kommt was. Ja, erstmal hier rüber, dann hier und dann versuchen wir irgendwie hier hochzukommen. Ich sagte, wir versuchen es. Ich sagte nicht, dass wir das schaffen werden. Ich glaube, ich muss durch die Lücke da hoch. Arschkarte, Cherno! Geschieht dir recht, geschieht dir recht. So, der schlimmste Teil wäre, glaube ich, geschafft. Die Frage ist jetzt so, welche Seite betrete ich mal am besten? Ah, ich komm da nicht hoch. Bin froh, wenn ich überhaupt erstmal da oben bin. Genau hier. Und der Teil sieht eigentlich relativ bescheiden aus. Ja, beschissen trifft es, glaube ich, eher. Sieht relativ beschissen aus. Na, nur die.
Na, was mach ich? Ich stand doch direkt da drauf. Und ich fall trotzdem runter. Dafür habe ich echt keinen Bonus verdient. Nicht mal Mitleidsbonus. Dafür sollte ich eigentlich gar keine Punkte kriegen. So, mal gucken, wie viel kommt noch. Okay, zwei Berge haben wir noch vor uns. Dum, 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 dum. Ich komme dir da hoch. Du wirst schon sehen. Puh, erstmal rüber. Ja genau, ich warte erstmal, dass Cherno das Loch da oben zumacht. Cherno, ich brauche dich da oben, genau. Ich wusste gar nicht, dass du so viele Zwillingsschwestern hast. Sei eine brave Eisfee und mach mir die Löcher zu. Nein, oh verdammt, das war jetzt schlecht einkalkuliert von mir. Dann mache ich ihm die da unten erstmal platt und gehe dann wieder hoch. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Watz! Und Fall! Und nein, auf was musst du denn ausrechnen jetzt auftauchen? Ach, ich bin oben. Das ist, was zählt. Ich bin oben und das sieht wieder relativ einfach aus. Alle Bonuslevel, wo viele Plattformen sind, sind eher die einfacheren. Na, ich glaube, da komme ich nicht ganz hoch. Na, komme ich da hoch? Jep. Und zack. Und hopp. Andere Seite. Marissa. Marissa, ah, komm her. Zeit's Geld. So, damit betreten wir nun die letzte Stage. Berg 32. Und verdammt, wie schnell sich das hier alles bewegt. Weg mit dir. Oh, oh, triff ich doch nicht, oder? Puh. So, wie gehe ich jetzt erstmal am besten da hoch? So erstmal nicht. So nicht, so nicht. Ich kriege einfach das Timing nicht hin. Wenn du da auftauchst, schon mal gar nicht. Mann, kick mich nicht wieder da runter. Ja, danke. Vielen Dank, Wolke. Nein, warum glitsch ich denn da jetzt durch? Das wollte ich doch gar nicht. Nein. Puh, okay. Wie jetzt am besten? Nein, da glitsch ich ja lang. Ja, danke, Giorno. Jetzt kann ich auf die andere Seite. Zack! Owned habe ich dich geowned, habe ich dich aber mal so richtig, Giorno. Und ich schaffe diesen Sprung nicht. Nach, weg. Hinfort mit dir. Ich komme nicht darüber. Da muss ich es von der Seite probieren. Es wird einfach nicht. Jetzt macht sie mir auch noch das letzte Loch wieder zu. Nein! Ich komme auch so nie wieder da hoch. Wenn du jetzt nicht da gewesen wärst, ich wäre oben gewesen. Ach, Giorno. Giorno, ich hab dich so gern. Na, oh, nee. Jetzt muss ich bestimmt wieder von, ja, von Reihe 6 anfangen. Diesmal nicht. Komm her, warts und weg bist du. Du musst mich nicht daran hindern. Ich bin meinem Ziel so nah gewesen. Gewesen. Betonung liegt auf gewesen. Also bin ich in meinem Ziel wieder nah. Und. Ja, ja, ich hab's geschafft. Ich hab das Spiel so gesehen durchgespielt. Nur noch die Bonus-Stage ist übrig. Aber ob ich die schaffe, ist wieder eine andere Geschichte. Wahrscheinlich nicht. Oh, hä, was? Ich lebe noch. Ich weiß nicht warum, aber ich lebte noch. Wahrscheinlich war da unten noch
ein kleines Pixelchen Plattform, wo ich mich draufstellen konnte. Okay, das war nicht ganz korrekt. Komm her. Gleich nochmal. Komm schön hier rüber. Ja, letzte Levels geschafft und die letzte Bonus-Stage ist auch geschafft. Ich bin total überrascht. Die 5000 Bonuspunkte habe ich jetzt aber doch richtig verdient. Und jetzt sind wir wieder on Stage 1. Tja, habt ihr etwa ein grandioses Ending erwartet? Nee, gibt's nicht. Das war jetzt mein Let's Play von Eisklimbers, beziehungsweise Alles der Klein war. Ein kleiner Toho-Hack. Nette kleine Sache. Es hat ein bisschen gedauert, dieses Spiel durchzuspielen. Ich weiß auch nicht, warum ich mir da so viel Zeit gelassen habe. Dennoch hoffe ich, dass ihr ein bisschen Spaß dabei hattet, mir zuzuschauen. Mir jetzt auf jeden Fall Spaß gemacht, das hin und wieder mal zu zocken. Tja, kleines Let's Play, nette Sache. Und dann sehen wir uns in Zukunft wieder mit größeren Let's Plays, die wohl ein bisschen spannender sind als das hier. Naja, dennoch ganz nett. Fazit, spielenswert, aber die Steuerung macht dann doch manchmal ganz schön verrückt. Also, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.